I am Avi Rocks and I spend £40,000 to neglect this. Ja. Ja. Oh. Ich bin die verrückte Hundelady. Anders kann ich es nicht erklären, warum ich 5 Hunde habe. Aber ich finde, 5 Hunde ist jetzt nicht so viel. Mich zu beschreiben ist schwer, aber ich würde mich mal als kurvige Barbie beschreiben. Ich mag am Barbie einfach, dass es künstlich ist. Und Barbie ist für mich nicht nur ein Aussehen, sondern schon ein Lifestyle. Barbie ist immer glücklich, Barbie hat viel Spaß im Leben, Barbie macht immer das, auf was sie Lust hat. Die plastische Chirurgie macht mich einfach glücklich, da ich mich so verwirklichen kann, wie ich es für schön empfinde, um meinem Schönheitsideal näher zu kommen. Und nach jedem Eingriff fühle ich mich ein Stückchen näher an mein Ziel. Ich fühle mich schön, ich fühle mich glücklich. Es ist wieder ein Stückchen mehr Fake an mir. Also der Wunsch nach einer OP war sehr früh da und mit 21 habe ich mir das erste Mal die Brüste vergrößern lassen. Das war so das allererste Mal. Ich habe 3-mal die Brüste vergrößern lassen, 2-mal die Nase. Ich habe mehrfach die Lippen gespritzt, Stirnlifting gehabt, Wangen aufgespritzt, das Kinn ist gespritzt. Augenbrauen ist mit Permanent Make-up, Wimpern sind falsch. Ich habe ganz viele Tattoos. Vor jeglichem Eingriff hatte ich dunkle Haare, ohne Extensions, ganz dünne Lippen, kleine Brüste. Mein Gesicht war nicht schön. Ja, also ganz schlimm. Nein, nicht schön. Ich arbeite jetzt seit 6 Jahren als Webcam Girl und drehe nebenbei Pornoclips. Oh, ja. Ich liebe meine Arbeit, sonst würde ich sie nicht mehr machen. Und ich möchte auch nichts anderes mehr arbeiten. Du bist hier den Pool am Säubern? Ja. Nein, ich habe keinen Mann und möchte ich auch nicht. Ja. Hallo. Oh. Ich bin glücklich allein. Warum ein Mann? Mein Ex-Freund fand das nicht so gut. Am Anfang fand er noch alles toll, so ein bisschen Brüste, ein bisschen Lippe. Blonde Haare ging auch noch, aber als ich dann immer mehr und mehr wollte, fand er nicht so gut. We have 6 years a relationship and now we are 2 years apart. Yeah, we are still good friends. We work together and I help her to do some stuff with the job. I like about Aviva when I see her natural look. Looks more natural than she looks today. One of the main facts for breaking up is the lot of plastic surgeries, because I can't live with this. It's very, for me, painful to live with this bimbo girl. Because sometimes I think I want to have a new car and she, no, I spent all the money for surgeries and I don't get a new car, and every wishes I had I must let go for her wishes for plastic surgery, for this Barbie lifestyle, and I can't take it anymore, so. Immer näher. Natürlich bin ich noch nicht ganz zufrieden mit meinem Aussehen.
aber es wird immer besser. Jetzt habe ich Brustgröße 70K. Oh, ich möchte noch so viel machen wie ein Lippenlifting, Buckelfett entfernen lassen, irgendwann wieder Brüste liften lassen. Brassy Buttlift mindestens einmal, Fettabsaugung, Fett in die Lippe. Ein großer Traum wäre auch Rippe entfernen lassen. Wir gehen heute noch in die Stadt zu meiner Lieblingskosmetikerin. Und zwar lasse ich mir die Lippe permanent Make-up machen im Lipgloss-Style. Hey! Hallo! Hi! Ja! Natürlich können Frauen sich auch operieren, ohne dass andere sie verurteilen. Because she's put a lot of fillers in her lips, a bit difficult to draw a line around the lip. Do you have many customers with lips that size? No. She's my first one. Im Moment alles geschwollen, taub, brennt. Schmerzhaft. Ja, ich bin sehr zufrieden. Noch sehr ungewohnt, das jetzt anzuschauen. So. Und ist alles noch geschwollen, aber schade, dass das weggeht. Ja, aber es ist sehr schön geworden. In 10 Jahren sehe ich mich hoffentlich noch in Spanien mit etlichen mehr OPs, noch künstlicher und noch zufriedener mit mir selbst. Wenn ich alt bin, sehe ich wahrscheinlich sowieso nicht mehr so schön aus. Und man kann ja zum Glück alles erneuern und liften lassen.